Hallo, hallo. Ja, Liebeskummer, nie wieder Liebeskummer. Das wäre doch schön. Und ich sage dir jetzt, wie du das haben kannst. Und zwar fangen wir damit an, ich erkläre dir, warum du Liebeskummer hast. Du hast Liebeskummer, weil du glaubst, Liebe fehlt dir. Du glaubst, die Liebe, die du gerne spüren würdest und die du gerne geben würdest, die ist abhängig davon, dass du diese Liebe einer bestimmten Person gibst oder von einer bestimmten Person bekommst. Und das ist ein Glaube. Und wenn ich dir jetzt sage, eigentlich in Wahrheit möchtest du Liebe leben, erleben, fühlen, spüren in deinem Leben. Und dass du dir das natürlich insbesondere mit dieser einen Person so gut vorstellen kannst, ist logisch. Denn du hast dieses Gefühl schon gehabt mit dieser Person. Diese Person, die Energie, diese Ausstrahlung, diese Lebensart dieser Person, diese Lebenseinstellung dieser Person, die gefällt dir wahnsinnig gut und das liebst du. Das liebst du an diesem Menschen und deswegen liebst du diesen Menschen. Und die Wahrheit ist, ganz bös ausgedrückt, es geht dir um dieses Gefühl, es geht dir um dieses Lebensgefühl, es geht dir um dieses Gefühl, das du selbst in dir spürst. Und es geht darum, dass du dieser Person Erlaubnis gegeben hast, dieses Gefühl in dir zu erwecken und dass du dir Erlaubnis gegeben hast, dieses Gefühl in dir selbst zu spüren und zu genießen und schön zu finden. Und darum geht es. Und Liebeskummer hast du, weil du jetzt diese ganze Sache, die du eigentlich dir erlaubt hast, dir jetzt plötzlich nicht mehr erlaubt hast. Und das ist genau das Problem an unserer heutzutage bedingten Liebe. Und wenn du dich ein bisschen schon auskennst auf meinem Kanal, wenn du schon ein bisschen Neville Goddard studiert hast, wenn du mir schon ein bisschen zugehört hast, dann weißt du, dass es darum geht, dass wir in uns all diese Gefühle, unsere ganze innere Welt uns erst selbst kreieren und generieren müssen, damit sie stabil im Außen bleiben kann. Damit du wirklich nicht in diese Abhängigkeiten gerätst. Diese Abhängigkeiten von Erlaubnisgebern wie anderen Menschen, dass du in dir selber dein ganzes Potenzial, deine innere Fülle, deine innere Liebe, deine innere Begeisterung entfachen kannst. Aber wenn du es gelernt hast, wie du das in dir entfachst, wenn du ein Mensch bist, der tatsächlich vor Begeisterung, vor Liebe, vor Glück strotzt und das Ganze auch ausstrahlt, dann bist du verankert, dann bist du verbunden in dir, in deinem wahren Sein, in deinem Divine Design Sein, das dein wahrhaftiges Sein ist. Und genau das schafft es, dass du keinen Liebeskummer mehr hast. Weil du hast auch keine Mangel mehr aus Liebe. Du musst dich nicht kümmern drum, dass Liebe kommt. Und Kummer ist ja, ich kümmere mich, ich bin bekümmert, ich bemühe mich so sehr um etwas, was ich nicht habe. Und das musst du nicht, weil du es hast. Und dann wirst du dich auch nie wieder abhängig machen. Du wirst in keine Co-Abhängigkeit kommen, wie diese Geschichte vom Narzissmus, die natürlich auch nur ein Liebeskummer ist, ein permanenter Liebeskummer, der einfach nicht mehr endet. Ein Liebeskummer, der chronisch ist sozusagen. Und das kannst du alles ändern. Du kannst dich befreien von all diesen äußeren Umständen, von den äußeren Qualen, von den Erfahrungen, von dem Leid, von den Verletzungen. Das kannst alles du machen. Und da das nicht von heute auf morgen geht, sondern das Selbstliebe, Selbstanerkennung, Selbstwert, Selbstbewusstsein, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess führt dich von dieser Identität, die das eben nicht gehabt hat, die in Abhängigkeit war von außen, von anderen Dingen, um dieses Gefühl, um dieses erfüllte Gefühl, um dieses liebende Gefühl zu bekommen, zu einer neuen Identität, zu deiner Divine Design Identität, die schon per se angefüllt ist damit, die schon
einfach weiß, dass sie so ist und dass sie sich das einfach bedingungslos erlauben kann, großartig zu sein, sich so wunderbar zu fühlen, sich geliebt zu fühlen, sich wertgeschätzt zu fühlen, sich anerkannt zu fühlen. Und diese Reise begleite ich. Ich nenne sie die Divine Design Reise. Und ich habe bis Weihnachten noch ein unglaublich tolles Angebot. Für 6.000 statt für 12.000 Euro kannst du eine Jahresreise mit mir gehen, in der wir genau all diese Dinge in dir verankern, in dir deine Selbstliebe verankern, in dir deine Unabhängigkeit verankern von äußerlichen Einflüssen und wo du ein klares Bewusstsein über dich selbst, über deine Macht, über deine innere Power, über deine inneren Facilities, also über deine inneren Möglichkeiten bekommst und dich wirklich frei machst, befreist von all diesen Paradigmen, die dich leiden lassen, die dich Kummer haben lassen, wo du wirklich aufsteigst, sozusagen wie eine Phönix aus der Asche, weil du weißt, da gehöre ich überhaupt nicht hin. Ich war da noch nie gedacht, ich bin da nur angekommen, um dieses Spiel des Lebens zu durchschauen, um die Energetics dahinter zu durchschauen und um mir jetzt letztendlich mein authentisches Sein zu erlauben, da meine Erfolge zu feiern, da das zu feiern, was ich tatsächlich auch rauskreiert habe und nicht nur zu leiden, das ist ja das Gegenteil von feiern, oder? Aber wir sind so bereit, unsere Verluste zu beleiden, unser Fehlen, unser Fehler, unser Fail zu beleiden und drunter zu leiden, was nicht für uns da ist. Und so sehr sind wir damit beschäftigt, dass wir nicht erkennen können, wie viel Geniales wir eigentlich zu feiern haben, wie viel Geniales für uns eigentlich doch gedacht ist, wie viel Genius in uns doch entfacht ist. Und wenn wir diese Verhaltensweisen, diese Habits uns erlauben zu verändern, dann wird sich unser ganzer energetischer Zustand, unser Seinszustand, unsere Identität verändern und wir werden die Welt anzünden mit genau dieser Divine Design Energie, die sich so gut anfühlt, wo wir am Anfang gedacht haben, es kommt nur aus irgendwie so einer liebenden Partnerschaft, aus einer Liebesbeziehung mit jemandem. Dabei kommt es aus einer Liebesbeziehung, aus der Liebesbeziehung, aus der Liebesbeziehung zu dir selber, weil du plötzlich anerkennst, dass deine Identität nichts damit zu tun hat, wo du aufgewachsen bist, was du erlebt hast, was du gelitten hast, erlitten hast, wie viele Verletzungen du hast, sondern dass deine Identität einfach da ist, einfach on point ist, einfach Divine Design ist und einfach strahlen darf und dass eben genau diese Strahlung so hell ist, dass es nur die Dinge im Außen bestrahlt, die genau die gleiche Energie haben wie das, was du wirklich bist. Tritt ein mit mir in dieses Geheimnis des Divine Design, in das Geheimnis für unseren Verstand, weil es ist ja nicht geheim, es ist ja da, weil dein Herz weiß es, es kennt es ja, aber dass dein Verstand plötzlich dieses Geheimnis leben kann. Dazu solltest du dich jetzt noch vor Weihnachten anmelden für mein Jahresprogramm für 6.000 Schweizer Franken. Wir starten im Januar. 12 Monate lang, wir holen deine authentische Erfolgsmentalität aus dem Divine Design, aus dir, aus deiner wahrhaftigen Essenz heraus. Die darfst du leben und damit darfst du Cashflow und allen anderen Flow an Liebe, an Begeisterung, an tollen Erfahrungen, an Business, an Impact, an Traumleben einfach für dich generieren. Nimm dir ein Jahr Zeit, committe dich zu dir, melde dich bei mir an für diese wunderbare Reise, für diese Jahresreise. I see you very soon. Bis dann.